und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Heute ist Mittwoch und ich bin nicht allein, ich habe kleinen Leo bei mir. Ja, ich dachte mir, diese Woche sitzen wir unter das Thema ich. Ja, es soll diese Woche mal um Folgendes gehen, nämlich darum, dass ich echt schwer am Vorproduzieren bin. Das gebe ich jetzt auch ganz offen und ehrlich zu. Also, falls die Video qualitativ nicht so gut sind, entschuldigt. Aber ich musste halt 4 Stück am Stück produzieren und ja, da kann die Qualität manchmal ein bisschen drunter leiden. Ja, also nämlich wegen folgendem Grund. Ich bin diese Woche am Freitag, also wenn ihr das nächste Video seht, bin ich unterwegs. Ich mache einen Tagesausflug mit meinen Zweiteltern nach Österreich und da werden wir wieder zum Käseautomaten gehen oder auch zu einer Brennerei und wieder Kuchen essen voraussichtlich und eine Lasagne kaufen. Es ist da lustig, was wir vorgehabt haben. Ich wollte eigentlich auch noch zu einem Telekom-Laden, der aus Österreich, also die heißt A1, wo ich nicht weiß, wofür das ist. Also ich schätze, es steht für Austria One, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, auf jeden Fall sind wir dann jetzt um die Zeit dann... Nee, da sind wir dann erst in 2 Tagen. Entschuldigt, ich bin jetzt schon total aufgeregt. Und ja, auf jeden Fall dachte ich mir deswegen, dass ich jetzt vorproduziere und ja. Gut, das war jetzt eine sehr lange Einleitung und gut. Gut ist eigentlich. Eigentlich kann ich euch jetzt nur noch so ein bisschen erzählen, warum ich so aufgeregt bin und was mich da an den Sachen immer nervös macht. Das wäre eigentlich schon ein gutes Videothema. Ja, mache ich. Also ich von meinem Teil, ich muss sagen, ich bin echt aufgeregt. Also nachdem ich mir so viele Fragen stelle, schaffe ich das von der Entfernung, von den Eindrücken und dem allen. Und ich muss ja auch zugeben, der Grund, warum ich vorproduziere, ist, weil ich Angst habe, dass ich danach noch verlockt habe und danach dann erstmal die Sprache weg ist und ihr keine Videos habt und so. Und das fände ich dann auch ein bisschen doof. Das wäre dann schade für euch. Entschuldigt, ich muss kurz den Hasen mit einem Schuhloch. Das ist, klingt jetzt doof, aber es wirklich funktioniert. Nein, funktioniert anscheinend heute nicht. Gut. Hey, guck mal hier, Leo. Guck mal. Guck mal hier. Sag mal Hallo zu den Leuten. Entschuldigt. Und Ara wieder weg. Ja. Gut. Aber jetzt ist er wenigstens auf der anderen Seite und ich kriege nicht mehr so viel Ärger wegen ihm. Ja. Ich bin auf jeden Fall nervös, weil ich einfach noch nicht weiß, was auf mich zukommt. Und was mich auch nervös macht, ist die Tatsache, wir sind schon um 13 Uhr verabredet. Das heißt, ich muss spätestens um 12 Uhr aufstehen, damit ich überhaupt das geregelt kriege. Und ich bin mal gespannt, ob ich das schaffe. Im Moment wird mein Schlafrhythmus wieder ein bisschen besser. Ich bin schon von 18 Uhr auf 17 Uhr hochgeklippt. Also drückt mich bitte nicht die Daumen, dass ich dann am Freitag nicht verschlafe. Ja, was ist noch so was, wo ich mir Gedanken drüber mache? Natürlich mache ich mir einfach auch Gedanken über das, ob ich meinen Ausweis brauche, was ich alles mitnehmen muss. Und ja, und natürlich auch, ich bin total, was auch noch so ist, gehe einfach durch. Das macht meine Videoqualität auch nicht mehr schlechter. Ich glaub's ja gar nicht. Das war Leo. Schatz, entschuldigt. Also Stand im Moment Videodreh, weiß ich nicht, wie es Leo genau geht. Also im Moment, es gab hier gerade ein kleines Missgeschick mitten im Videodreh. Und zwar ist Leo meiner Mutter wie immer zwischen die Beine gelaufen. Und diesmal hat er halt von meiner Mutter unter die Beine. Und diesmal hat er, ohne dass sie es wollte, eine von ihr gewischt gekriegt. Und ich wissen es noch nicht. Also, wir wissen nicht, ob es Haare waren, wir wissen nicht, ob es vielleicht ein Puschel war, wir wissen nicht, ob es vielleicht auch ein Stück von Leo war. Ja, der hat hier und da ein Hautläppchen, habe ich auch schon vor kurzem entdeckt. Aber was wir sicher wissen, ist, dass wir jetzt alle 3 gerade in der Verbindung sind.
Das kann ich euch mit Gewissheit sagen. Und jetzt soll ich mir auch nur vorstellen, dass ich in 2 Tagen nach Österreich fahren soll und meinen kleinen Leo allein lassen. Das ist jetzt gerade nicht unbedingt der super Gedanke. Okay. Wir sehen uns gleich bei meinem zweiten Video wieder. Er schlägt sich ständig in Pfoten. Entschuldigt mich, ich bin gerade so dieses alles, was er tut. Er könnte jetzt gerade im Lotto gewinnen. Ich würde nervös daneben sitzen und sagen, er hat gerade im Lotto gewonnen. Ja. Aber gut, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was mit kleinen Leo Leonidas los ist. Und ja. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das auch kennt, so Nervosität vor Urlauben oder ja, plötzliche Schrecken, wenn eure Haustiere irgendwie was abkriegen. Ich habe es auf Video, ich kann es nachher gleich analysieren. Dann werde ich das Video analysieren, deswegen mache ich jetzt noch schneller. Ihr könnt mir auch auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die Bell.de. Wir sehen uns nächste am Freitag wieder. Bis dahin, ciao!